weiteren Folge vom Projekt Teil Nummer 4. Und heute im Projektteil geht es darum, wie bin ich denn da eigentlich dazu gekommen, dieses Buch, weil ich ja plane, umzudenken. Wie bin ich da genauer auch gekommen? Damals in der Schule, Ende siebte Klasse, ich habe ja schon damals schon ja dann mit irgendwie Video und Co. ja erstellt, haben wir in der Schule ein Buch gelesen. In dieses Buch merkt doch keiner, wenn ich schon. So, das haben wir gelesen und mir kam dann irgendwann die Idee, dich dann umzusetzen. Ich habe da damals auch mit dem Lehrer dann auch angesprochen. Die haben mich dann auch erstmal ein wenig blöd angeschaut, muss ich echt wirklich sagen. Und dann habe ich ein bisschen geschaut, wie könnte ich das denn am besten machen, was mache ich denn am besten. Ja, und dann, irgendwann habe ich das dann erstmal eingestellt, weil ich dann für die Abschlussprüfung gelernt habe, was natürlich auch wichtig war, für den Quali. Und dann habe ich erstmal eingestellt. So, dann habe ich meine Ausbildung zum Elektriker für Energie- und Gebäudetechnik angefangen. So, ich habe erstmal im ersten Lehrjahr da ich noch nicht viel. Aber Anfang zweites Lehrjahr kam mir das Projekt wieder im Sinne. Ich habe einmal mit dem Team ein zwei Tage so Art Seminar gehalten, sodass die erstmal wussten, um was geht es denn überhaupt. Dann habe ich gesagt, was will ich, was wird in der Zukunft, und so kamen wir zusammen, dass Annette, Rolf, Stefan und ich zusammen in dieser Projektphase sind, daran alles verwickeln, alles ausarbeiten, das Drehbuch schreiben, den Verlag haben wir schon angeschrieben, die Rechte dazu bekommen, um dann auch wirklich dann alles dann im Jahre 2021 zu filmen oder vielleicht weiter zu planen und dann 2022, 2023 zu filmen und zu schneiden. Der ist aktuell der Stand. Und ja, ich bin damals von der Schule darauf gekommen und weil ich sowieso was mit Videofilm zu tun hatte, hat da gut zusammengepasst. Und nun, ich habe erstmal nichts mehr zu sagen. Ich sage damit, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie echt mir in die Kommentare. Schaut dann auch mein auf meiner Homepage oder auch meine anderen sozialen Medien vorbei. Und ich sage erstmal von mir aus erstmal noch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns dann das nächste Mal zum Projekt. Nochmal hoch zum Meeting. Schönen Tag. Tschüss.